Es ist schon wieder Mittwoch, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashpack. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt What's Up. Ho, ho, ho und willkommen zu What's Up. Manchmal habe ich ein Thema, wo ich wirklich nur den Kopf schütteln kann. Der YouTube-Kanal der Bundesregierung kostet dem Staat, also uns dem Steuerzahler, im Jahr 450.000 Euro. Würde man die Videos durch die Kosten teilen, würde ein Video im Schnitt 2.184,50 Euro kosten. Sehen wir uns einmal Statistiken des Kanals an, sehen wir nichts, was die Kosten auch nur im geringsten rechtfertigt. In einem Interview mit Stern.de haben die Verantwortlichen für den Kanal gesagt, dass sie zufrieden mit der Entwicklung des Kanals sind. Guck mal, steht auf meiner Stirn doof? Siehst du das? Ganz im Ernst, liebe Bundesregierung, steckt das Geld lieber in Organisationen, die das brauchen. Zum Beispiel in Schulen. Man kann solche Videos auch wesentlich günstiger produzieren. Vor allem interessiert es einfach keine Sau auf YouTube, weil die Videos wie Beiträge aus der Tagesschau aufgemacht sind. Liebe Bundesregierung, ich mach's für die Hälfte im Jahr. Why not? Hoffen wir also, dass die Kosten drastisch gesenkt werden und dieses Geld lieber in wertvolle Projekte investiert wird. Diese Woche geht der Fail der Woche an die Bundesregierung. Es gibt neue Infos zum Thema Ray William Johnson vs. Make-Up Studios. Ganz ehrlich, das Thema wird immer krasser. Und vor allem vor Weihnachten habe ich keine Zeit für so ein mega aufwendiges Thema. Ich fasse es einmal kurz zusammen. Ray William Johnson hat nur ein Interview gegeben, warum er wirklich aus Maker ausgetreten ist. Als dieses Interview veröffentlicht worden ist, ist der Geschäftsführer von Maker Studios total ausgerastet. Er hat Ray SMS geschrieben, wo er ihn total beschimpft hat. Dieser hat Ray dann ebenfalls wieder online gestellt. Und damit ging der öffentliche Streit erst richtig los. Einige YouTuber sind mit drauf eingestiegen, zum Beispiel Cassian G oder auch Shay Carl, die natürlich auf Seiten von Maker Studios waren. Philip DeFranco, Smosh, die Vlogbrothers und einige mehr sind auf Seiten von Ray gegangen. Einige von denen hatten ebenfalls ähnliche Probleme, als sie bei Maker raus sind. 8 Monate bevor der Vertrag von Ray William Johnson ausgelaufen ist, hat der Chef von Maker Studios gesagt, hey, wollen wir unseren Vertrag nicht jetzt schon verlängern? Ray hat kurz gezögert und danach gesagt, okay, machen wir. Die Teilung, die im Vertrag stand, war etwas besser für Maker Studios. Das war fürs Erste auch okay, weil sie darüber auch gesprochen hatten. Der zweite Punkt war allerdings nicht mehr okay. Und zwar wollte Maker Studios die Hälfte der Eigentumsrechte an der Show Eagle 3 haben. Und das für Lebenszeit. Ray hat diesen Vertrag natürlich nicht unterschrieben und daraufhin sind die Maker-Leute wirklich aggressiv geworden. Es sind weitere Verträge vorgelegt worden, die ebenfalls nicht akzeptabel waren. Daraufhin hat die Story angefangen, dass das Album von Ray William Johnson eingestellt worden ist. Das neueste virale Video auf YouTube kommt tatsächlich dieses Mal direkt von YouTube. Es ist ein Jahresrückblick mit vielen der bekannten YouTuber und mit Psy. Rewind YouTube Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. Ein absoluter Hit. Nach nur 20 Stunden hatte er schon 7 Millionen Abrufe. Jetzt nach einem Tag sind es bereits 18 Millionen. Lustigerweise war das Video kurze Zeit lang in Deutschland gesperrt. Nun ist es allerdings endlich wieder auffindbar. Und ganz ehrlich, schaut es euch an. Es ist fucking awesome. Link in der Videobeschreibung und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Der gute Frodo hat ein YouTuber-Intro-Medley gemacht, was einfach fucking episch geworden ist. Hallo Tim, mein Freund. Auf was für Musik stehst du eigentlich so? Stehst du auf? Willst du hier? Es gibt eine neue YouTube-App. Mit dieser könnt ihr direkt filmen und auf YouTube hochladen. Des Weiteren könnt ihr Farbkorrektur vornehmen, Musik drunter legen und das Bild stabilisieren. Das Ganze funktioniert aber noch nicht so gut. Willkommen, liebe WhatsApp-Zuschauer, zu dieser Demo-App. Ich bewege mich hier im Sitz mal ein bisschen rum, damit ihr seht, es ist noch nicht ganz optimal, das Bild. Und die Musik ist sicherlich viel zu laut. Für OneTaker, finde ich, ist es eine coole Sache. Alle anderen, lasst es lieber sein und nehmt eine richtige Kamera bzw. ein anständiges Schnittprogramm. Die App ist natürlich for free und ist im App Store vorhanden. Yay, am 23., also ein Tag vor Heiligabend, ist ein YouTube-Treffen in Bremen. Mit dabei sind unter anderem Tadde, Tanne und auch ich. Alblali kommt eventuell auch, niemand weiß das so genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr alle mit da seid. Um 15 Uhr am Bremer Bahnhof wird es stattfinden. Weitere Infos gibt es in der dazu erstellten Facebook-Gruppe unten in der Videobeschreibung. Der Link. Und weil ja jetzt bald schon Weihnachten ist, habe ich auch eine kleine Verlosung für euch. Und zwar geht es um das
YouTube Playbook Nummer 2. Mittlerweile ist zwar auch schon Version 3 draußen, trotzdem dürfte dieses hier für alle Neuanfänger oder die auch noch nicht so viel wissen, sehr, sehr interessant sein. Im Playbook drin sind natürlich auch grandiose Tipps, alles was man wissen muss, um auf YouTube eventuell erfolgreich zu werden. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach, schreibt einfach in die Kommentare, ja, ich will. Ich suche mir dann einen davon raus und der glückliche Gewinner wird dann am 24. Angeschrieben von mir. Und ja, genau, das Ding geht dann nach Weihnachten irgendwann raus, wahrscheinlich auch erst im neuen Jahr. Wer es also gewinnen möchte, das YouTube Playbook, schreibt, ja, ich will. Jetzt habe ich allerdings genug gelabert und wir kommen zum Kanal der Woche. I can taste her on my tongue. She's the sweetest taste of sin. Das war's für What's Up von dieser Woche. Am 24. erscheint die neueste Ausgabe von What's Up. Dann eine Special-Ausgabe zusammen mit Yuba Films. Doch, wenn ihr hinklickt, kommt ihr zu meinem neuen Vlog. Und wenn ihr hinklickt, kommt ihr zur letzten What's Up-Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich gehe jetzt. Ich bin ziemlich fertig. Weihnachten ist echt anstrengend. Ich habe noch irgendwie 4 Videos zu produzieren. What the fucking hell going on in here? Ein Don-Knopf-Set. Schaut euch nicht zu viel Blödsinn an. Bis dahin. Peace and out. Bitches.